Hi Leute, was geht ab? Ich bin's euer Zahi, der zum Glück zu einem neuen Draft am Kanal. FC Bayern gegen den VfB Stuttgart. Der erste gegen den, keine Ahnung wie vielen. Das ist ja mal eine tolle Antwort, würde ich sagen. Anstoß für VfB, für den VfB Stuttgart und los geht's. Direkt der erste Ballverlust von Gentner und Reus. Direkt mit dem Pass auf Costa. Costa hier mit vielen Tricks. Insua hätte schon einmal den Ball kriegen können. Doch er verlor dann nochmal den Ball. Und jetzt schon wieder Gentner mit dem Fehlpass. Und Reus. Reus will das ausnutzen. Selber gegen drei Stück. Schafft er es leider nicht. Süle mit dem Kopf auf Douglas Costa. Mbappé. Kein guter Pass. Insua klärt den Ball. Seit letzter Partie ist Douglas Costa wieder in der perfekten Form. Wie vor ein paar Wochen. Und Reus, er schießt nicht das Tor. Was er eigentlich immer macht. Leider macht er diesmal nicht das erste Tor für den FC Bayern. Und jetzt Mbappé mit dem Vollspeed. Hat in manchen Partien auch aufgeräumt. Hat fast in jeder Partie, wo er spielte, ein Tor geschossen. Das ist die Bestleistung von ihm selber. Sanchez. Ja, mit dem Pass auf Reus und er verliert den Ball. Maxim. Süle verliert den Ball gegen Zimmermann. Mané verliert den Ball zwar gegen Bernard. Mané. Alexandru Maxi bringt die Flanke und Rafinha sein Kopf zur Rettung. Und jetzt Mbappé. Reus verliert den Ball. Pavard. Mané. Und er verliert den Ball gegen Süle. An Süle kommt dieses Jahr fast gar keiner durch. Oder an dieser Aufstellung kommt fast gar keiner durch. Außer wenn ein Eigentor kassiert wird. Dann hat man es natürlich geschafft. Aber in den anderen Partien kassierten diese Elf kein Tor durch diese Abwehr. Süle einfach in dieser Saison der beste Verteidiger vom FCB. Baumgartlinger. Mbappé. Und Kingsley Coman. Coman ist schneller als Benjamin. Pavard. Der Ball wird geklärt und es gibt Eckball. Costa, Langerick, klärt den Ball und jetzt Süle kriegt nicht den Ball. Oder durch sowas kassieren die Bayern ein Tor. Aber da ist immer der Rafinha dabei oder ein anderer Spieler. Reus. Coman bringt die Flanke. Hat zwar nichts gebracht. Coman gegen alle. Coman bringt wieder die Flanke und Reus. Kein starker Kopfball. Mané klärt den Ball. Bernard. Coman. Coman muss gegen zwei. Reus, Douglas, Costa. Costa verliert den Ball. Gentner. Blandi. Gentner. Alexandru Maxim. Martinez.
Kein Abseits und Reus macht das 1:0 für die Bayern. Marco Reus, es ist sein 6. Saisontor. Ist letzte Saison 2. Top-Torschützenkönig der Bundesliga geworden. Auf den muss man doch aufpassen. Nein! Denkst du? Auf Reus passt keiner auf und er macht das 1:0 verdient für die Bayern. In dieser Zeit kamen die Stuttgarter nicht zu einer Torchance durch diese Abwehr. Doch manche Top-Abwehr, ja, manche Top-Abwehren, Top-Spieler, kann man es doch schaffen, diese Abwehr zu überqueren, sag ich jetzt mal so. Douglas Costa, Kylian Mbappé, einmal der Fehlpass, dann holt er wieder den Ball zurück, Sanchez, Mbappé, er will das Tor, Süle mit dem Kopf, Sanchez und Douglas Costa. Baumgartel. Blandi. Mané. Und Maxim. Kein Tor. Und 3 Minuten Nachspielzeit, sagt der Schiedsrichter. Douglas Costa. Mbappé. Und Tolisso. Tolisso verliert den Ball. Halbzeit, es steht 1:0 für die Bayern. In diesem Zeitpunkt verdient. Muss ich auch selber zugeben. Ja. Come on. Bernhard. Bernhard mit einem Fehlpass. Mané ist er schneller als Javi Martinez. Obwohl Mané schneller ist als Martinez, ist, schafft er es trotzdem nicht und es ist ein Foulspiel von Benjamin Pavard. Er kriegt die gelbe Karte. Und Renato Sanchez. Benjamin Pavard klaut Coman den Ball. Zimmermann verliert den Ball gegen Coman. Sanchez. Einmal für die Bayern. Mané. Pavard. Mané. Pavard. Baumgartel. Coman. Bernard. Langerak. Der Ball ist immer aus Einwurf für die Bayern. Kingsley Coman. Reus 2:0. Schlau gespielt von Costa. Coman wieder daran beteiligt. Coman mit dem Pass zu Costa. Costa zurück auf Reus. Und Reus mit der Picke schießt er das Tor. Sein Doppelpack. Sein 7. Saisontor und jetzt wechsle ich mal. Coman wechsle ich aus für Werner. Ist jetzt nicht immer so, aber ich bin jetzt daran irgendwie so gewöhnt, Werner einzuwechseln. Weil Ribéry, ja, Ribéry ist nicht schnell, finde ich. Foulspiel von Reus. Gibt keine Karte. Jetzt kommen die eingewechselten Spieler.
war das denn? Egal. Reus. Ronaldo. Maxim. Alexandro Maxim. Kein Tor. Neuer. Reus und Werner. Timo Werner. Letztes Spiel hat er den Elfmeter rausgeholt. Der Werner. Sanchez. Am 3. Dezember spielt der FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg. Freistoß für Stuttgart. Ronaldo verliert den Ball, Reus. Passt Ronaldo zurück den Ball. Ah, Ronaldo, fast mit dem Tor. Insua. Jetzt kriegt Insua Schwierigkeiten. Jetzt klärt er den Ball. Süle schafft den Kopfball nicht und Osei. Osei. Bernhard schafft es. Endlich dann doch noch einer. Ein Foulspiel. Und ey. Süle, Rafinha, Tolisso, Ronaldo und Langerak. Robin. Bernard und Sanchez schaffen es nicht, jemanden den Ball abzuholen, Rafinha aber. Und Robin. Steht immer noch 2-0. Zwei Tore von Reus und Gentner. Und Süle fast immer, wenn kein Mann es schafft, den Ball zu holen, ist Süle da. Wie hier mit einer Grätsche. Und Süle, er holt schon wieder den Ball zurück. 3 Minuten plus Nachspielzeit. Der Gegner drückt nochmal. Stuttgart will das Tor. 4 Minuten Nachspielzeit. Mané. Neuer. Sanchez und Ronaldo. Ronaldo jetzt der einzige Stürmer vorne. Werner. Ecke. Reus. Elfmeter!
Oh, ich schieße ihn nicht. Ronaldo schießt ihn. Ronaldo, und er macht das so in der 90. Spielminute. Cristiano Ronaldo holt einen Elfmeter raus und macht ihn auch. 3-0. Es ist sein 14. Saisontreffer. Der Portugiese schafft heute alles und hat in der Bundesliga alle Elfmeter verwandelt, die er machen musste. 90 plus 5 und Ronaldo schießt das Tor. Und das Spiel ist vorbei. Die Bayern gewinnen mit einem 3-0 Endstand. Ah, das Tor möchte ich noch mal sehen hier. Aber auch super gemacht von Coman wieder. Haut den rein. Was ist das hier? Das war auch wieder Coman wieder. Ah, das hier. Was war da denn los? Sofort Wiederholung. Ah, Mann. Staff. Hier der Elfmeter. Ronaldo hat alle Elfmeter verwandelt, die er machen musste. Also der hatte ja mehrere Elfmeter, aber und er hat in der Bundesliga einfach alle reingemacht. 1-0 für Leverkusen gegen Darmstadt, 2-2 Dortmund gegen Hoffenheim, 1-1 Freiburg gegen Augsburg. Ja, das war eine andere Ergebnis, habe ich nicht gesehen. Ja, Top-Torschütze von der zweiten Elf ist ja Reus mit 7 Toren. Aber Werner hätte auch noch mal ein Tor schießen können. In der Nachspielzeit. Wie ist der hier überhaupt in der Liste auch? Nein. Schade. Ich will nächste Partie mit dem ein Tor schießen. Ja, nächstes Spiel ist gegen Wolfsburg. Kolumbien. Nein. Ja, Leute, nachher mache ich, glaube ich, noch mal. Ich speichere das nicht ab. Ich will halt die ganze Zeit so eine Deutschland-Einladung kriegen. Deswegen bin ich, glaube ich, gleich Deutschland-Trainer, denke ich mal. Ja, dann simulieren wir noch die Partie. Ja, Leute, das war's mit diesem Video. Like das Video und ciao.